Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir drei Gefangenen geholfen, ihre Unschuld zu beweisen. Das, was dabei rauskommt, war interessant, dass die alle sich gegen den Konsul verschworen hatten, beziehungsweise die bösen Machenschaften sich gegen gewehrt haben und dafür sind sie halt im Knast gelandet. Und heute wollten wir zuallererst hier die Nebenquest vom Seeker weitermachen. Dafür haben wir die Informationen auch nebenbei gesammelt beim letzten Mal. Ich würde sagen, ich gehe aus dem Bild. Und wir hören uns jetzt die Wahrheit über Seeker an. Where should I start? Also Seeker ist auf jeden Fall ein guter. Wir wollten mit Seeker reden. Vertrauen. Ja, das ist ein harter Schock für die, ne? War auch richtig so. Och, bitte nicht, nicht, dass ich wieder was sammeln muss. Das sind die ekelhaftesten Missionen. Welche Items wollt ihr denn?
Ah, okay, scheinbar habe ich alles sehr gut. So, da sind wir auch schon bei ihr. Gut, dass wir die Vorräte direkt haben. Ich musste nichts sammeln. Okay, so we're handing over. Okay, ich muss doch Sachen sammeln. Ach komm. Ich muss erstmal Viecher dafür verprügeln. Okay, das mache ich wann anders. Wir haben hier doch noch einige Sachen auch hier noch in dem Bereich. Das hatte ich zumindest noch auf dem Schirm. Ja genau, hier brennende Neugier zum Beispiel. Da haben wir ja Ding ja. Das Ding sieht aber mächtig aus. Level 50, das Ding wird nicht lang leben. Einfach draufkloppen. Riecht. Verdammt, ich konnte die Mega-Drehung nicht mehr reindrücken. Es schwankt. Okay. Kaputtgeschlagen hab, was ich haben sollte, ne? So, haben wir hier noch ein bisschen was in der Gegend zu tun? Außer natürlich Hauptquest. Nee. Hier gibt's viele Sachen zum Interagieren. Na gut, dann bringen wir mal das, was wir gesammelt haben, weg. So, wir haben deine Teile. Wir haben das Ding halt ordentlich zerlegt. Das ist jetzt schon wieder falsch. Also sie benutzen die Energien effizienter. Danke. Danke, dass du es aussprichst. Scheinbar.
Das ist aber auch ein gigantisches Ding. Das gigantische Ding. Aber nicht unmöglich. Good luck. Have fun. Was für eine eingebildete Person. Aber hey, Problem von denen ist gelöst. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwelche Informationen rumgammeln. Ich guck mal rum, ansonsten erstmal, obwohl bevor ich euch sage, wohin, erstmal gucken. Würde ich sagen, mache ich einfach mit der Quest dann weiter. Also ich gucke jetzt hier rum, ob hier vielleicht irgendwer was will. Tion, would you have a minute? I'd like to discuss agronomy. All right. We can discuss this on our next break over some herbal tea. Also ich habe mich in Kolonie 4 umgeschaut, da war nichts mehr. Nee. Wir müssen man den schon richtig erklären. Aber die Grundidee, die klingt ganz gut eigentlich. Kolonie kann das richtig gut gebrauchen. Die futtern ja sonst den ganzen Tag nur Fische. Ich finde, Kolonie 4 hat die größeren Probleme. Obwohl, Kolonie 4 kommt eigentlich recht gut klar. Wir nehmen mal Colony May. Dann habe ich direkt auch eine gute Begründung, dort vorbeizuschauen. I see some relations have changed. It's kind of nuts to think how much difference a single spud can make. A potato with the power to change hearts. Now that's a tuber to tout.
Was für ein guter Flachwitz. Okay, wir sehen uns bei Kolonie May. Rejoice! This soil should be perfect for spongy spuds. You're really getting into this. Mit einem Toffel, ne? Da hat er Nahrung gefressen. Klingt wie eine Verschwörungstheorie hier mit dem Kartoffeln, ne? Das war es auch schon wieder hier. Ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr los. Das habe ich gleich wieder zurückreißen. Okay, ich schaue mich aber zumindest hier so ein kleines bisschen um, ob vielleicht noch irgendwer Informationen hat. Ansonsten sehen wir uns wieder in der Kolonie 9 wieder. So, sind wieder hier. Ich habe jetzt auf Anhieb keine Informationen gesehen. Er ist Düngerspezialist. Hoffentlich kommen die auch sicher dort an. Ja, das ist ihr Spezialgebiet. Das kann ja was werden. Man lernt nie aus. Nee. Ach, jetzt muss ich mich so oder so dort umhören.
Gut, dann nochmal dahin. Ich reise hin und her. Da sind sie, unsere Informationen. Hungersnot in Kolonie May. Guck mal, ist sogar richtig, dass wir hier hingekommen sind. Die haben ja wirklich eine Hungersnot. Kolonie 4 kommt ja eigentlich relativ gut zu recht. Die jagen ja ganz gut. Okay, sie mögen es schön knusprig, also kriegen sie Fritten. Time to eat then, no? Alle denken sie immer nur ans Futter. Das dachte ich mir halt. Die essen halt wirklich Tag ein, Tag aus nur Fisch. Ich kenne das nur zu Genüge, dass wenn man den ganzen Tag oder über mehrere Wochen, Monate weg immer nur dasselbe futtert, dass man diese Zutat dann irgendwann satt hat. Mir ging es nämlich ähnlich mal mit Kartoffeln. So oft Kartoffeln gegessen, dass ich irgendwann keine Kartoffeln mehr sehen konnte. Na gut, das hätten wir, ne? Dann besprechen gehen. Meinem auch. Das Auge ist mit, ne? Wenn es halt ranzig aussieht, aber eigentlich gut schmeckt, dann essen die meisten es trotzdem nicht wegen dem Aussehen. Same. Da bin ich aber mal gespannt. Der Meisterköchin kann man nicht beistehen. Bitte, was ich dabei habe. Wetten, dass ich irgendeine der Zutaten nicht habe und dann erstmal sammeln darf. So, welche Zutat ist es, die mich unglücklich macht? Oh, scheinbar scheine ich alles zu haben. Sehr gut. Ich dachte schon, ich muss weinen. Guck mal, die sind schon am Anbauen. Das ist ja schon mal gut, ne?
Lili. Er sagt einfach überhaupt nichts mit dem Spitznamen. Ich will auch probieren. Nein, die krieg ich, glaube ich, jetzt eine Kochstunde. I'm calling it now. Spongy spuds are really going to take off around here. Must keep composure. Interessantes Gespräch. Ja, jetzt gibt's Kochstunde mit Manana. Oder hat sie es sogar schon gemacht? Ich wusste es. Na gut, ich glaube, die Masertoffeln und Kilo Karotte habe ich tatsächlich relativ schnell gesammelt. Ich darf jetzt aber trotz allem erst einmal sammeln gehen. Also bis in Kürze. So Leute, ich bin jetzt einmal rumgereist. Also die Masertoffeln habe ich einfach bei Kolonie 9 einfach im Umfeld gesammelt. Bei den Feldern, da konnte ich es massenhaft holen. Und die Kilo Karotte kann man tatsächlich bei den Nopon-Händler in der City einfach kaufen. Also habe ich sie da einfach gekauft. Ich habe da extra sogar nachgeguckt, weil ich keinen Bock zum Suchen hatte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Essen aussieht. Das sieht ja wirklich perfekt für die aus. Leute? Perfekt gekocht für die. Er wollte ja mit Ackerbau Hungerprobleme lösen. So ein kleiner Schritt für die Masertoffel, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ein gewaltiger Sprung für den. Das ist.
Das ist eine Kartoffelversion von dem Spruch, den Neil Armstrong damals auf dem Mond gebracht hat. Tauskartoffeln? Können wir auch direkt besprechen, sofern das keine Nebenquest auslöst. Okay, kann man einfach besprechen. In die Kroketten hätte ich aber trotzdem gerne einmal reingebissen. Die sahen lecker aus. Auch wenn sie mir ein bisschen zu niedlich aussahen. Jetzt müsste sie und sich ins Gespräch einmischen. Das stimmt, die Mühe auch noch dahinter, ne? Auch wieder wahr. Für Manana schon. Jetzt lustig gefunden, hätte Sion auch da noch ein bisschen so reingegrätscht. Ach, könnte es übrigens sein, dass hier jetzt ein neues Gericht auf der Karte ist? Tatsächlich! Weil, wir haben denen ja neues Essen gebracht. Deswegen dachte ich, hey, vielleicht haben sie irgendwie jetzt neues Essen. Und Tatsache. Jetzt können wir diese Nobu-Kretten hier auch holen. Da haben sie was Gutes gefunden, ne? Eine Mahlzeit für sie. I see some relations have changed. Die leben halt in ihrer eigenen Welt, ne? Aber halt auch perfekt auf die angepasst. Die, das hier ist halt so gesehen Niedlichkeit Overload Kolonie hier. Die sind so auf Niedlichkeit halt fixiert. Ist Ul jetzt hier auch generell in der Kolonie? Das interessiert mich eigentlich, ob der jetzt hier generell rumrennt. Scheinbar ja nicht. Na gut, ne? Haben wir Kolonie May doch geholfen, hier ein Nahrungsproblem zu lösen. Man könnte jetzt natürlich bei Kolonie 9 direkt nachgucken, ob dort nochmal was ist. Aber das können wir uns ja für nächste Folge aufheben. Ich gucke, dass ich eventuell bis dahin auch die Zutaten für den anderen gefunden habe. Da muss ich ja einfach nur irgendwelche Viecher verkloppen. Das ist recht schnell erledigt. Ich hatte nur jetzt gerade, ehrlich gesagt, wenig Lust drauf. Weil ich sitze da wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde dran. Und das tue ich euch nie an. Und mir auch nicht. Zumindest nicht hier gerade. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.